Etwas, was man sich wünscht, wonach man Sehnsucht hat, ist ja meistens auch gekoppelt mit einer Rätselhaftigkeit. Dafür steht der Begriff für mich des Desiderio. Das ist auch für mich ein Begriff, der für diesen Raum gilt, wo wir jetzt auch drinnen sitzen. Und infolge der Ausstellung wird dieser gesamte Raum abgedunkelt. Das heißt, wir haben hier absolute Finsternis und die Elemente werden nur partiell nacheinander in einem bestimmten Rhythmus von Licht-Dunkel-Wechsel angeleuchtet. Sie werden aber nur so angeleuchtet, dass man sie kaum wahrnimmt als Gesamtes. Das heißt, ganz kurze Aufblitzen, so wie ein Blitz, wenn etwas, dann sieht man kurz, aha, das ist vielleicht ein Herz oder das ist ein Baum, aber man muss sich das entweder im Kopf fertig denken oder nochmal ein paar Durchläufe einfach ansehen. Also das Gesamte wird im, diese Lichtinszenierung wird im Loop laufen. Das ist jetzt mal, dafür steht der Begriff für mich des Desiderio. Wir haben jetzt das Desiderio quasi besprochen. Das Intro, das habe ich übernommen für mich als Synonym für einen Vorspann zu einer Aufführung. Also eine, oder wir können es aus der Musik, wenn ein Intro quasi ist, oder in einem Buch, das nennt man Frontispiz, wenn eine Inhaltsangabe in visueller Form gezeigt wird auf der zweiten Seite und dann erst der Text. Das kennen Sie vielleicht, das ist ja. Frontispiz, finde ich sehr interessant. So hat meine letzte Ausstellung übrigens geheißen. Und daher Intro, und das Intro steht für die Zeichnung, die auf der schwarzen Wand gemalt ist, durch die man auch durchsieht. Also das ist die Wand, die trennt die beiden Räume vom hellen, den hellen Raum vom dunklen. In dieser Wand sind auch die Öffnungen und da ist quasi eine Zeichnung, die die Elemente von hier auch beinhaltet, die hier im in der Dunkelheit sind. Luisa Kasalitzky wird ja üblicherweise als Malerin rezipiert. Sie ist ja auch Malerin, also auch im ganz traditionellen Sinn produziert sie Tafelbilder. Aber das besonders Spannende ihrer Arbeit ist ihre Malerei im Raum. Sie geht in die dritte Dimension. Sie hat selber einmal gesagt, meine Bilder verlassen die Wand. Sie schafft Installationen, die sie aber eben als dreidimensionale Malerei begreift. Ich würde das vielleicht so sagen, ich komme nicht aus der Malerei. Also ich habe natürlich Bilder gemalt im klassischen Sinne und male sie nach wie vor, sondern ich habe eine malerische Weltsicht. Der technische Aufbau ein systematischer Aufbau einer Sache, ob das jetzt ein Bild, eine Installation ist oder eine Wanderarbeit, das ist immer malerisch gedacht einfach für mich. Also das sind meine Systeme, die ich eigentlich, und da mache ich auch keinen Unterschied, ob das Bild jetzt auf zweidimensional ist oder im Raum ist. Also das ist für mich gar nicht so relevant. Das ist zum Beispiel für mich eine sehr wichtige inhaltliche Frage. Oder, also es geht ja da, was du ansprichst, auch viel um das Collagieren und das Montagieren, das natürlich sehr begehrt ist zurzeit, aber natürlich schon auch einen Wiederholungscharakter hat der 30er Jahre, wo das auch extrem schon stattgefunden hat, die Verquerung dieser oder wo Stile unterschiedlicher Art entwickelt wurden, miteinander vermischt wurden in ihrer experimentellen Weise, oder auch wo Kleidung und Tanz, angewandte Kunst sich vermischt hat, wieder dann mit bildender Kunst und immer fast schon so eine manieristische Ader hat, nicht im negativen Sinne, sondern wo wirklich so eine sehr existenzielle, dekadente fast schon Form sich dann vermischt mit völlig, auch mit den politischen Situationen, die gerade stattfinden. Ich finde, dass, langer Rede, kurzer Sinn, Collage und Montage findet immer in sehr prekären Zeiten statt, meiner Meinung nach.
also wo man sich so bedient aus verschiedenen, wenn man so eine Art Teppich macht. Und eben die 30er Jahre waren ja sehr kennzeichnend dafür, bevor dann alles zusammengebrochen ist, ist da irgendwie Sodom und Gomorra passiert. Die Malerin Luisa Kasalitzky, von der wir seit Jahren gewohnt sind, dass sie ihre Malerei in die Dreidimensionalität führt, in den Raum, bringt hier eine weitere Dimension in ihre Arbeit. Es ist die Bewegung, es ist das Licht, es ist das Performative, es ist eine Betrachtungsweise, die wir von zeitbasierter Kunst kennen, aber nicht von Malerei. Und Luisa Kasalitzky hat eine ganz eigenständige Arbeitsweise hier entwickelt, nämlich Malerei und zeitbasierte Medien zu verknüpfen. Was bedeutet das? Sie schafft eine ihrer mittlerweile, kann man sagen, schon charakteristischen Rauminstallationen mit gefundenen Materialien, mit teuren, mit billigen Materialien, Materialien, die oft die Form auch von Ornamenten haben, sehr gestaltet sind, manchmal aber auch einfach Fundstücke, immer Materialien, die quasi narrativ aufgeladen sind, die wir eben aus Lebensumgebungen kennen. Eine solche Installation präsentiert sie, aber die liegt im Dunkeln. Und sehen können wir sie nur, indem wir uns der Lichtregie, der Blickregime der Künstlerin überlassen, die nach einer sehr raffiniert gestalteten Choreografie diese Installation, dieses Bild, diese Malerei im Raum peu à peu ausleuchtet. Wobei natürlich es zu erwähnen ist, dass es die zeitliche Abfolge daraus besteht, sich zusammensetzt aus Lichtsequenzen, die eben gelenkt sind und die Dauer von mir bestimmt ist, aber auch aus Dunkelsequenzen, und da hat quasi der Betrachtende die Zeit zum Fokussieren auf das eigene innere Bild und zum Teil noch die Mitnahme des Bildes, das er vorhin gesehen hat. Also das ist das, was mich interessiert. Es geht viel um Wahrnehmung innerhalb dieses Lichtspiels oder Ereignisses oder Theaters. Im ersten waren wir in einer Kapelle, einer barocken Kapelle mit barocken Fresken, wo teilweise die Fragmente, vor allem die fleischlichen Fragmente der Heiligen, von mir rausgenommen wurden und kombiniert mit meinen fast fetischartigen Objekten. Auch mit Leder, auch diese Fliesen waren dort. Also manche Protagonisten waren auch in der Kapelle. Ich sehe teilweise die Gegenstände auch als Schauspieler, die auf Reisen gehen. Und das ist natürlich ein Unterschied, weil wir haben hier ein White Cube. Das heißt, der Raum ist nicht vorgegeben, sondern ich musste etwas mitbringen. Und somit habe ich, nachdem ich ja die barocken Fresken jetzt nicht habe, habe ich eben diese Fotografie der endlosen Allee mitgebracht. Dann drüben gibt es noch Blumengirlanden. Also ich habe eher so auf Naturkombination gesetzt mit meinen Sachen. Es gibt Projektionen an die weißen Wände, die wir brauchen auch. Also Wände, Hände, wir haben hier weiße Hände. Die werden, das was du siehst, wird der Betrachter nicht sehen. Das ist quasi die Kulisse. Die werden angeleuchtet, man sieht nur die Schatten von dort an der Wand. Also ganz vergrößert, in gezoomter Form quasi. Dafür brauchen wir partiell weiße Wände. Und manches wird aber in eine Art Blackbox verwandelt, dass die Dinge fast wie schwebend sich zeigen. Das ist für mich aber auch eine Herausforderung, weil ich habe ja mit Film oder Theater eigentlich noch nichts zu tun gehabt. Aber ich glaube, womit ich sehr viel zu tun habe andauernd, ist die Räumlichkeit einfach und Wahrnehmung. Das sind so meine zwei Gebiete, die mich interessieren. Ja, und noch zusätzlich hast du so eine Art Intimität im Zuseherraum. Also das ist vielleicht vergleichbar jetzt mit einer Peepshow oder wenn man durch ein Schlüsselloch sieht, durch eine Tür und etwas passiert dahinter.
was verborgen ist. Also, ja. Ich meine, diese Gedanken sind natürlich so quasi postanalytisch, weil es ja sehr autobiografisch ist, auch für mich, warum ich sowas mache. Nicht? Also wie jetzt, was jetzt mit dem Betrachter und Betrachterin passiert, das ist für mich jetzt natürlich interessant, jetzt in der Folge. Ja? Weil ich habe auch schon bei der letzten Ausstellung in der Burgkapelle im Museum Moderner Kunst, wo ich auch im sakralen Raum so eine Installation machte, auch schon mit vielen Leuten gesprochen, und das war dann sehr interessant, was die dann sagen. Also wie sie das empfunden haben. Ja, natürlich im besten Fall ist es für mich schon sehr fein, wenn sie auch sagen, dass es gibt diese unterschiedlichen Assoziationsebenen, die sie dann, wo sie sich selber eine Geschichte zusammenbasteln. Daraus, also basteln, das ist ein schlechtes Wort, aber wo sich eine Geschichte zusammenfügt für sie selber, die natürlich auch bis zu einem gewissen Maß von mir schon vorgegeben ist, einfach durch die Dinge, die da stehen. Ja, so. Gut.